Ja, die Maibäume werden in Deutschland seit weit über 100 Jahren aufgestellt. Sie haben verschiedene Bedeutungen. Manche sagen, ist der Maibaum ein Zeichen der Fruchtbarkeit, sodass also junge Männer ihren Frauen, die sie verehren, einen Baum vor die Tür stehen. Aber die politisch- und gewerkschaftliche Maibaumbewegung oder Maibewegung hat auch sehr früh diese Maibäume als Symbole genommen. Einer da hinten.
So einfach. Fertig. Wenn wir brechen wir das 2 Meter ab, dann ist der nicht so schwer. Immer noch hoch genug. Leute! So, Versuch Nummer 2. Was war das?
Stopp, ich habe noch mehr. Dieter, was sagst du denn zu dem zweiten Versuch? Hat er war der gut? Freiwillige vor, die das Ding auch abnehmen können jetzt. Du, ich hab zwar wieder mein Klettergurt vergessen. Friedhelm, kannst du mal ganz kurz was zur Tradition erzählen? Warum macht man das? Ja, die Maibäume werden in Deutschland seit weit über 100 Jahren aufgestellt. Sie haben verschiedene Bedeutungen. Manche sagen, ist der Maibaum ein Zeichen der Fruchtbarkeit, sodass also junge Männer ihren Frauen, die sie verehren, einen Baum vor die Tür stehen. Aber die politisch und gewerkschaftliche Maibaumbewegung oder Maibewegung hat auch sehr früh diese Maibäume als Symbole genommen. Und wir haben hier dieser Tradition von der SPD Berchtesgaden uns etwas angeschlossen und bringen denn hier ein Schild an. Meine Stadt, die Tradition in Ehren hält, hat mich mit vereinten Kräften aufgestellt. Betrachte mich und denke dran, dass einer alleine nichts erreichen kann. SPD Berchtesgaden, ich denke, das ist ein Spruch, der auch für die gesamte Gesellschaft gilt. Ich möchte mich noch bedanken, dass du den Baum so medienwirksam aufgestellt hast, weil wenn er beim ersten Mal klappt, wäre ja langweilig. Ne? Ja. Ja. Wie man sieht, wir lassen uns auch durch eine kleine Panne nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben zwar da mit dem Baum das Rathaus fast angegriffen, aber letztlich doch geschützt. Auch auf Verrückung. So, danke sehr. Lass den mal in die Ruhe da. Nicht, dass der auch noch runterfällt, ne? So, das war's vom Maibaum aufstellen der SPD Berchtesgaden auf dem Rathausplatz. Diesmal ein bisschen actionreicher als im letzten Jahr. Christian Sasse für TV News on Tour.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Just go ahead, go and catch me, baby.